ein Jahr Zeit. Dann musst du dich entschieden haben. Du hast noch 5 Jahre Zeit. Bis dann musst du studiert haben. Du hast noch 10 Jahre Zeit, den richtigen zu finden. Und dann noch 2 Jahre Zeit, um ihn an dich zu binden. Dann hast du 18 Jahre Zeit, deine Kinder groß zu pflegen. Dann hat dir noch genug Zeit, dein Leben auch zu leben. Tabellarischen Lebenslauf finden Sie im Anhang. Ich hab noch 1 Jahr Zeit, mich nicht zu entscheiden. Ich hab noch 5 Jahre Zeit, um Vagabund zu bleiben. Und danach kommt eine Zeit, in der man nicht weiß, was passiert. Doch bisher hat diese Zeit mich nicht mal interessiert. Und man sollte jene Zeit, die man sich übrig lässt zum Leben, in einem Tag des Todes besser nach vorne vor verlegen. Lebenslauf finden Sie im Anhang.